Ja, grüße miteinander. Ich begrüße Sie hier zu einem weiteren Video zu den Verdauungsorganen. Das ist das Video 10. Wir haben uns in den letzten Videos mit dem Magen beschäftigt und gehen nun also weiter und kommen zum Dünndarm. Wenn Sie noch einige Begriffe zum Magen repetieren wollen, dann können Sie auch die Stopptaste zunächst mal drücken und folgende Apps aufmachen. Also das sind die Apps Verdauung 4, 11, 15, 16, 17 oder wenn Sie etwas Englisches probieren wollen, können Sie 3.0 anklicken, entweder auf dem App-Blatt, das ich Ihnen übermittelt habe, oder wie gewohnt können Sie auf www.learning-apps-gehen.org und dort im Suchfeld diese Apps anklicken. Gut, ich hoffe, das ist einigermaßen gegangen mit diesen Apps. Dann fahren wir in unserem Kapitel 12 weiter. Also 12.8 war einiges über den Magen. Wir kommen jetzt zu 12.9, dem Dünndarm. Also der Dünndarm, der wird mit dem Fachausdruck auch Intestinum tenue genannt. Tenue heißt so viel wie fein oder zart und Intestinum, das gehört in die Wortfamilie intestinal. Also das ist eigentlich das zarte, das feine Eingeweide. Wir schauen uns da erst etwas zur Makroskopie an. Und zwar können wir da schon mal im Netter etwas anschauen. Also wir haben da die Seite 270 im Netter. Und zwar ja, können wir mal hier vielleicht schnell das obere Bild anschauen. Da schauen Sie also auf das große Netz drauf, oder hier die ganze Bauchdecke, Haut, subkutanes Fettgewebe, die Faszien und diese Bauchwandmuskeln und die Rektusmuskulatur ist hier entfernt worden. Ja, und da schauen Sie also auf das große Netz. Hier haben wir den Magen, hier sehen Sie etwas von der Leber und hier erkennen Sie noch etwas von der Gallenblase. Wenn jetzt dieses große Netz angehoben wird, dann schauen wir also auf diese Dünndarmschlingen darauf, oder? Also das große Netz dient ja als Polsterung für diese empfindlichen Weichteilorgane. Und da sehen Sie also, der Dünndarm, der besteht also aus einem langen Muskelschlauch, der mehr oder weniger gleichmäßig rosarot gefärbt ist. Und diese Dünndarmschlingen, die sind an der dorsalen Bauchwand mit einem Band befestigt. Also ich müsste da jetzt irgendwie unten hinein und könnte dann dieses Band durchtrennen. Das ist das sogenannte Mesenterium, das ist also das Aufhängeband des Dünndarms. Und wenn ich diese Dünndarmschlingen wegschneide, also das Band durchtrenne, dann komme ich hier zu dieser Abbildung. Das ist auf der Seite 272. Ja, also hier eben, hier, ich komme noch einmal hier hin zurück. Also hier ist das große Netz und, und das Querkolon ist angehoben. Hier ebenfalls. Großes Netz, Querkolon angehoben, also Sie sehen die Hand des Untersuchers. Und hier haben Sie also
dieses Mesenterium, dieses Band, welches die Dünndarmschlingen an der dorsalen Bauchwand befestigt. Ja, ich denke, dazu können wir uns einige Notizen machen. Also wie gesagt, der Dünndarm ist mal einfach ein Muskelschlauch, mehr oder weniger gleichmäßig dick, hellrosa gefärbt. Es gibt vielleicht ab und zu besser durchblutete Abschnitte, die sind dann etwas röter, aber im Prinzip haben wir so eine gleichmäßige Farbe. Eben so gleichmäßig dick, also wir haben nicht irgendwelche Aussackungen oder Verengungen. Und er ist circa 2,5 bis 3 Meter, 2,5 bis 5 Meter, machen wir das so, 5 Meter lang. Das ist etwas von der Größe des Menschen abhängig und von seiner genetischen Information. Und im Durchmesser, auch hier ungefähr 2,5 bis 3 Zentimeter im Durchmesser. Also die Zahlen, wie gesagt, das sind einfach Grössenordnungen, die müssen Sie so nicht wissen. Einfach, dass Sie ungefähr eine Idee haben. Und dann haben wir vorhin auch noch gesehen, dass dieser Dünndarm mit einem breiten Band an der dorsalen Bauchwand befestigt ist. Und das ist also das Mesenterium. Gut. Okay. Ich denke, das genügt im Moment. Wir schauen uns nachher die einzelnen Abschnitte Duodenum, Jejunum und Ileum noch einzeln an und werden da einige Besonderheiten, Spezialitäten kennenlernen. Aber vorher machen wir noch etwas zur mikroskopischen Anatomie. Das ist ja etwas, was wir sonst nicht machen. Oder wir bleiben ja da in der Materie, dort wo wir eigentlich keine Hilfsmittel haben oder benötigen. Makroskopisch können wir ja diese Organe beschreiben mit uns, mit dem, ja, so wie sie erscheinen. Jetzt die mikroskopische Anatomie, da bräuchten wir an sich, wie es der Name sagt, ein Mikroskop. Also wir müssten Dünnschnitte, Histoschnitte herstellen, um das zu erkennen. Aber ich habe Ihnen da ein Arbeitsblatt zukommen lassen, da können wir es nachher drauf anschauen. Gut, vielleicht zuerst eins oder zwei einleitende Bemerkungen dazu, die wir dann in diesem Arbeitsblatt auch verwenden werden. Im Dünndarm werden ja die Nährstoffe enzymatisch gespalten. Also wir essen, die Nahrung wird im Magen zu einem Brei, zu diesem Humus, zerquetscht, mit Magensaft durchmischt und so weiter. Und dann kommt ja dieser Brei Schritt für Schritt immer weiter, kommt in den Dünndarm. Und dort werden jetzt dieser Brei noch weiter aufgeteilt, und zwar chemisch, enzymatisch. Und dazu brauchen wir eine ganz große Oberfläche. Also die Mucosa des Dünndarms muss jetzt ganz groß werden, damit möglichst viel von diesen Nährstoffen ins Blut resorbiert werden kann. Und diese Oberflächenvergrößerung, die geschieht durch eine Faltenbildung. Das sehen wir nachher im Arbeitsblatt etwas besser, aber ich möchte das hier schon einmal aufschreiben.
Also wir haben eine Oberflächenvergrößerung. Ich kürze Oberfläche hier mal mit OF ab. Und zwar entstehen da im Prinzip auf zwei Ebenen entstehen diese Falten. Einerseits faltet sich mal die Submukosa auf. Das sind die sogenannten Kerkringschen Falten. Das war ein Herr Kerkring, der sich damit befasst hat. Kerkringsche Falten. Und dann falten sich noch zusätzlich, faltet sich noch zusätzlich die Mucosa auf. Und da entstehen dann die sogenannten Zotten. Also durch dieses Phänomen hier, dass da zweimal etwas aufgefalten wird, oder kommt es also zu einer maximalen Oberflächenvergrößerung. Und dann, das ist nötig für die Resorption der Nährstoffe. Das sehen wir dann aber noch einmal, wenn wir die Physiologie des Darmes anschauen, des Dünndarms. Gut, dann haben wir, was wir auch mikroskopisch erkennen können, zwischen den Zotten haben wir Vertiefungen. Und in diesen Vertiefungen drin liegen die sogenannten Darmdrüsen. Hier im im Dünndarm sind es die Leberkrünchen, also nach dem Herr Leberkrün. Und nach dem Herrn Brunner benannt. Und diese Darmdrüsen, die produzieren dann einen Schleim, welcher einerseits den Chymus gleitend macht und andererseits enthält dieser Schleim Bicarbonat, um den sauren Mageninhalt zu neutralisieren. Also der Chymus ist an sich schon ein relativ flüssiger Brei, der wird jetzt einfach noch etwas rutschiger durch diesen Schleim aus diesen Darmdrüsen. Und dann haben wir eben diese Bicarbonationen oder einfach Bicarbonat. Das ist eine Puffersubstanz, die der Körper selber herstellen kann. Und dieses Bicarbonat neutralisiert dann den sauren Mageninhalt. Oder Sie mögen sich erinnern, wir haben da Magensaft, der sich da mit der Nahrung durchmischt. Und ein Teil dieses Magensaftes ist ja die Magensäure. Und da haben wir ein sehr, sehr tiefes pH im Magen drin. Und der Magen ist ja durch das Mucin, durch diese Schleimschicht, ist er geschützt vor dieser Säure. Aber wenn dieser Inhalt jetzt weiter transportiert wird in den Dünndarm, muss die Säure neutralisiert werden, sonst ätzt die eigentlich die Dünndarmschleimhaut weg. Und diese Neutralisation, Entschuldigung, die geschieht jetzt also durch das Bicarbonat. Gut, also jetzt haben Sie hier
Gerade schnell schauen. Ja, Sie haben hier das Arbeitsblatt mit dem Dateinamen Verdauung 11 erhalten. Und da sind jetzt mal diese Sachen etwas dargestellt, die wir hier aufgeschrieben haben. Ich habe da mal noch in den Unterlagen dieses Arbeitsblatt hervorgesucht, Verdauung 42. Da haben wir uns mit dem Aufbau des Darmrohres beschäftigt. Also vielleicht mögen Sie sich an die Schichten erinnern. Also wir haben außen haben wir das Peritoneum, dann haben wir die Muscularis mit den Fasern, die je nachdem längs oder rings herum verlaufen. Dann haben wir die Submucosa und letztlich haben wir dann die Mucosa, die je nachdem, ob es jetzt im Dickdarm, Dünndarm, Magen oder Speiseröhre, sieht diese Mucosa unterschiedlich aus. Und diese Schichtung, die finden wir jetzt also auch hier. Wir haben also, ich muss da gerade mal eine Farbe suchen. Hier haben wir also, ich mache das mal grün, das Peritoneum oder den Bauchfellüberzug, oder? Also das wäre hier das Peritoneum. Und dann haben wir die Muscularis mit den entsprechenden Fasern. Also hier haben wir diese longitudinalen Fasern, die längs dem Muskelschlauch nachgehen. Und hier haben wir die zirkulären Fasern, also diese Ring- und Längsmuskulatur. Das wäre jetzt also die Muscularis. So. Hier unten haben wir eigentlich einfach das Darmrohr und das Viereck, das wir hier haben, ist dann diese Ausschnittvergrößerung. Oder ich muss es anders sagen, hier haben wir das Darmrohr, das überzogen wird vom Peritoneum. So, und dann haben wir hier das Mesenterium, dieses Aufhängeband, was wir vorhin kennengelernt haben, und ich mache das jetzt mal etwas groß, also das Aufhängeband, das wird dann auch oben und unten, wird das mit Peritoneum überzogen, und hier haben wir dann diesen peritonealen Überzug. Und dieses Kästchen, was wir hier haben, ist jetzt da diese Ausschnittvergrößerung. Also wenn Sie wollen, hier haben wir ja die Muscularis, wenn Sie wollen, können Sie das hier noch ganz fein andeuten, dann stimmt dann das einigermaßen mit den Schichten. Jetzt, wenn wir aber hier zur Vergrößerung zurückgehen, dann kommt ja als nächste Schicht, eben wenn wir von außen nach innen gehen, kommt die Submucosa. Die ist ja irgendwo hier dann und die faltet sich jetzt eben auf, das was wir hier geschrieben haben, oder? Da kommen wir dann zu diesen kerkerinkschen Falten, also die Submucosa, die faltet sich auf. Diese Falten, die springen da ins Innere, oder? Das sind diese hier, das da, sind diese Falten da, die kommen in das Innere des Darmrohres, so, also hier müssen wir uns dann überall Nahrungsbrei vorstellen, also das ist die Submucosa, die mal so in einem ersten Moment diese Falten bildet und dann haben wir die Zotten. Also wir haben ja hier dann die Mucosa und die faltet sich jetzt, ich mache das mal etwas gröber, als was es hier dargestellt ist, oder? Also die Mucosa, die faltet sich jetzt erneut auf und so entstehen dann diese Zotten. Also wenn Sie wollen, können Sie sich das hier noch anschreiben. Also das Braune da ist also die Mucosa.
Und hier haben wir, Submucosa steht ja hier, aber so haben wir alles beieinander. Gut, also das können wir so durchmachen. Ich verzichte jetzt darauf. Hm? Also, diese Zottenspitzen übrigens, oder eben, die sind ja, das ist ja eigentlich hier, ich habe das jetzt hier so grob gemacht, aber diese Zottenspitzen, die sind sehr, sehr empfindlich. Die können sich entzünden. Dann haben sie Durchfall, dann funktionieren diese Zotten nicht mehr richtig. Die reagieren zum Beispiel auch auf Viren, Durchfallviren, ebenso zum Beispiel Rotaviren oder so. Dann werden diese Zottenspitzen abgestoßen, ja, und es wird Durchfall produziert, oder die können auch empfindlich auf Medikamente reagieren. Das kann dann auch Durchfall auslösen, oder wenn Sie eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung machen müssen, dann können diese Zotten auch empfindlich reagieren und sterben dann im Prinzip eigentlich ab und erscheinen dann als Stuhlgang. Hm. Gut, also das da hier. Also alles das, was hier da so, was es so aussieht, wenn es Tannenästchen, oder? Also stellt sich ein Tannenästchen vor und die Tannenödeli wären jetzt die Zotte. Also das wäre jetzt einfach so eine mikroskopische Aufnahme eines Ausschnittes aus dem Dünndarmrohr. Jetzt, was wir noch machen können, eben, das stimmt jetzt zwar, wir müssen das etwas vereinfacht darstellen. Ich mache da jetzt einfach mal so blaue Punkte. Die sind etwas zu groß, aber dann sehen Sie es. Das wären jetzt diese Darmdrüsen. Oder die sind da in der Tiefe zwischen den Zotten versteckt im Prinzip. Und die produzieren jetzt eben, wie gesagt, den Schleim und das Bicarbonat, ja, wie wir das vorhin aufgeschrieben haben. Gut, das können Sie irgendwo einzeichnen. Hm? Also diese, hier unten habe ich das noch einmal aufgeschrieben, diese Kerkringschen Falten, oder? Die sind eine Auffaltung der Submucosa. Und die kommen da in das Darmlumen hinein. Und dann haben wir eben, wie gesagt, noch einmal eine Auffaltung und der Mucosa. Und so kommt das einfach zu einer riesigen Oberfläche. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt ein Wallholz und Sie würden jetzt das einfach auswallen. Alles, bis die Falten alle flach sind. Oder? Sie wallen und dann haben Sie mal Submucosa wieder flach gewallet und dann wallen Sie noch mehr, bis am Schluss eigentlich auch die Dünndarmzotten, die Mucosa flach gewalzt ist, und dann kommen Sie zum Schluss auf eine riesige Oberfläche, eben wie gesagt mehr als 100 Quadratmeter. Und der Nahrungsbrei, der fließt dann an diesen Zotten, an diesen Falten vorbei, wird enzymatisch, chemisch verändert, und diese Zotten, die nehmen dann die Nährstoffe auf. Dann kommt es ins Blut und wird zur Leber transportiert. Aber das sehen wir dann etwas später noch einmal. Also, die Oberfläche, vielleicht noch einmal als Zusammenfassung. Die Oberflächenvergrößerung, die wird also gemacht durch Auffaltungen der Submucosa und der Mucosa. Die Muscularis und das Peritoneum sind also nicht an einer Faltenbildung beteiligt. Gut. Also, das wäre mal etwas zu dieser mikroskopischen Anatomie gewesen. Okay. Dann
Dann gehen wir weiter und wir schauen, muss das noch einmal hier, noch einmal schnell nehmen. Also wenn Sie hier einfach auf den Dünndarm drauf schauen, dann sehen Sie, wie gesagt, einfach einen mehr oder weniger gleichmäßig rosa-rot gefärbten Schlauch. Und wir wissen ja, der besteht aus dem Duodenum, aus dem Jejunum und aus dem Ileum. Und diese Anteile, diese Abschnitte, die wollen wir jetzt Schritt für Schritt anschauen. Also, wir haben die mikroskopische Anatomie, da machen wir jetzt einen neuen Titel. Einfach diese Anteile. Und da haben wir dann als erstes das Duodenum, den Zwölffingerdarm. Also wir sehen das Duodenum. Ich habe hier einmal diese Seite 276. Ich versuche das schnell mal im Nether zu erklären. Also wir haben ja hier den Magen kennengelernt und da haben Sie den Pylorus, also den Schließmuskel des Magens. Und angrenzend an diesen Pylorus haben Sie dann das Duodenum. Hier sehen Sie einfach einen oberen Teil des Duodenums. Der Rest ist bedeckt hier vom großen Netz. Und wenn wir aber weitergehen hier zur Seite 278, da ist der Magen entfernt worden und ebenso das große Netz und so weiter. Also hier haben Sie noch den allerletzten Abschnitt des Magens. Hier ungefähr haben Sie dann den Pylorus. Und jetzt sehen Sie das Duodenum, das liegt hier an der dorsalen Bauchwand und hat die Form eines Cs. Also eines, ja, eines Cs. In diesem C liegt der Pankreaskopf, also Sie haben hier die Bauchspeicheldrüse oder das Pankreas und an diesem Pankreas unterscheiden wir ein Caput, also einen Kopf, ein Corpus, einen Körper und eine Cauda, also ein spitzes Ende, einen Schwanz. Der Pankreaskopf, der wird jetzt dadurch diesen Verlauf des Duodenums umschlossen. Am Duodenum, das müssen Sie dann halt mit der Obsttechnik vergleichen. Am Duodenum können wir einen superioren Teil unterscheiden, eine Pars Descendens, also einen absteigenden Teil, Horizontalis und Aszendens, also einen horizontal verlaufenden und aufsteigenden Teil. Bei mir müssen Sie das so nicht wissen. Bei mir müssen Sie einfach wissen, dass das Duodenum da also eben so als C verläuft. Also Superior, Descendens, Horizontalis und Aszendens müssen Sie bei mir nicht wissen, aber schauen Sie dann, was Sie nachher in der Obsttechnik müssen wissen. Gut. Also schreiben wir uns da mal ein paar Sachen auf. Mal zur Lage. Hat also eine Form eines Cs, also der Buchstabe C. Und dieses C ist nach links offen. Und es umgibt den Pankreaskopf. Und eben wie gesagt, an diesem Duodenum können wir vier Abschnitte unterscheiden. Den obersten, den superioren, den absteigenden, den horizontal verlaufenden und den aufsteigenden Teil. Wichtig ist zu wissen, dass der oberste Abschnitt
der ist frei beweglich. Und die anderen Abschnitte, die drei folgenden, die sind also an der dorsalen Bauchwand fixiert. Also wenn ich das noch einmal nehme, haben wir hier also diesen obersten Abschnitt. Also den könnte ich jetzt hier so in die Hand nehmen und hin und her bewegen. Und diese weiteren Abschnitte, die sind da fest mit der dorsalen Bauchwand verwachsen. Gut. Und jetzt geht das Duodenum ja weiter, also der Darm, also als Muskelschlauch, geht ja dann weiter. Und hier haben wir dann das Jejunum. Und dieser Übergang hier, also das ist so eine rechtwinklige Kurve, das ist jetzt hier einfach vielleicht etwas schwer. Also das kommt uns jetzt so entgegen eigentlich, oder? Also das Duodenum ist an der dorsalen Bauchwand und dann macht es einen rechten Winkel und dann kommt uns das Samenrohr entgegen und dann haben wir dann also das Jejunum. Und dieser Knick hier, dieser mehr oder weniger rechte Winkel, das ist dann die sogenannte Flexura duodeno-jejunalis. Also Flexura heißt so viel wie Beugung oder Knick oder so. Und duodeno-jejunalis tönt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen kompliziert, aber der Name entsteht halt einfach aus den beiden Organen, die daran beteiligt sind. Sie müssen vielleicht einfach ein paar Mal Loop vor sich her sagen, duodeno-jejunalis. Das ist dann also der Übergang vom Duodenum in das Jejunum. Also in den nächsten Darmabschnitt. Gut, können wir mal schauen. Wir haben hier so ein Verdauungssystem, so mehr oder weniger durchscheinend gezeichnet. Ich nehme da mal den Dickdarm weg, damit wir nur den Dünndarm anschauen können, also dieses Intestinum tenue. Also hier haben Sie eben den Magen und jetzt haben Sie hier das Duodenum. Das grünlich, oder ich kann den Magen mal auch schnell wegnehmen. Das da hier ist jetzt eben das Pankreas, oder Pankreaskopf, Duodenum geht hier rundherum. Und wenn ich das jetzt drehe, ja, dann ist das schlecht dargestellt. Das stimmt ja gar nicht. Okay, das stimmt nicht, das ist schlecht. So, mal schauen, ob es hier... Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Also an sich sind ja die Darstellungen meistens da gut in dem App inne, oder? Aber ich nehme an, das Prinzip verstehen Sie schon. Ich habe jetzt hier das Jejunum noch blau eingefärbt. Also da haben Sie das Duodenum, das geht eigentlich bis daher. Und dann, als nächsten Abschnitt, haben Sie das Jejunum. Aber das stimmt jetzt hier mit der Krümmung nicht ganz. Also das gibt eben, wie gesagt, das ist da besser. Das ist eben so ein rechter Winkel, so ein Knick, wo mir da so entgegenkommt. Ist da schöner dargestellt. Ja, okay, ich denke, das geht schon.
Also, das wäre mal etwas zur Lage. Dann haben wir an diesem Duodenum haben wir einige Besonderheiten, die ich hier noch aufnotieren möchte. Also Besonderheiten heißt, das finden wir nur hier an diesem Darmabschnitt. Ich glaube, wir schreiben das einfach mal auf und dann versuche ich Ihnen das im Netto zu zeigen. Also wir haben einerseits mal die Papilla fateri. Der Abraham Vater, das war ein deutscher Anatom, der hat im 17. Jahrhundert hat der, ein Buch geschrieben, der hat sich sehr mit der Gynäkologie und so weiter beschäftigt auch und hat dann ein Buch für die Hebammen geschrieben und das war eigentlich so quasi mal das erste Lehrbuch für die Hebammen. Also man hat dann auch versucht, eine Hebammenausbildung zu machen. Der hat auch Anatomie betrieben, also eben, der hat sehr viel Anatomie betrieben, dieser Abraham Vater. Der hat Sektionen durchgeführt an Leichen. Das durfte er allerdings aber nur an hingerichteten Personen. Aber der hat ziemlich viel, hat der gelernt, gemacht. Also, diese Papilla fateri, das ist so ein kleiner Vorsprung in der Schleimhaut des Duodenums. Und dort haben wir dann also die Einmündung des Gallenganges und des Pankreasganges. Und diese Einmündung, die kann, entweder kann die gemeinsam sein, also beide Gänge, also die können sich, also wenn wir hier also machen wir das so, wir haben hier irgendwie das Duodenum, so, und jetzt kommt hier irgendwie der Gallengang hinein und da wäre dann diese Papille und dann haben wir hier direkt auch den Pankreasgang und hier, das wäre jetzt so eine gemeinsame Einmündung. Also hier kommt der Gallensaft, die Galle und hier kommt der Bauchspeichel aus dem Pankreas, aus der Bauchspeicheldrüse. Und diese Einmündung, die kann jetzt hier so gemeinsam sein oder sie kann auch getrennt sein. So. Aber jedenfalls münden beide Gänge auf dieser Papilla fateri ein. Also wir haben da die gemeinsame oder getrennte Mündung des Gallen bzw. des Pankreasganges. Das ist dann der Ductus cholecystis, das ist der große Gallengang. Und der Pankreasgang ist dann der Ductus pancreaticus. Und die bringen dann die Verdauungssäfte in den Dünndarm. Und diese Verdauungssäfte, die sind dann nötig, damit diese biochemisch-enzymatische Verdauung ablaufen kann. Also sie essen ja
Und nachher tun sie durchs Käuen, tun sie ihre Nahrung mal grob verkleinern und dann schlucken sie ab. Und dann wird die Nahrung durch die Magenbewegungen wird die noch weiter zerkleinert und verflüssigt. Und dann kommt es in den Dünndarm hinein. Und im Dünndarm haben wir dann die Enzyme, die die Nährstoffe in so kleine Moleküle aufteilen, damit die ins Blut resorbiert werden können. Und eben die Aufspaltung, die passiert durch Enzyme. Und die Enzyme, die kommen einerseits mal aus der Bauchspeicheldrüse. Also das ist dann eben der Bauchspeichel, ist ein von diesen Säften. Und andererseits wird noch etwas mit der Galle gebracht, oder? Das ist der zweite von diesen Verdauungssäften. Und die Galle wird in der Leber produziert, oder? Also die Leber ist eine Drüse und das Sekret von dieser Drüse, von dieser Leber, ist die Galle. Die fließt aber zuerst in die Gallenblase, wird dort parkiert, deponiert. Und im Moment, wo sie dann viel gegessen haben und Nahrung in den Dünndarm transportiert wird, dann kontrahiert sich die Gallenblase ein bisschen. Also können Sie sich so wie ein Zitronenfläschchen vorstellen, oder, wo sie zusammendrücken und so tut sich dann die Gallenblase kontrahieren und spritzt ein bisschen Galle in den Dünndarm rein. Eben, das ist dann nötig, dass dann die enzymatische Verdauung kann ablaufen kann. Aber wie gesagt, das sehen wir dann auch später. Also gehen wir hier zurück zur Anatomie. Also wir haben diesen kleinen Vorsprung, das ist ungefähr so wie eine kleine Fingerbeere, sieht ungefähr von der Größe her haben wir diese Papilla fateri. Und dann gibt es ungefähr bei 20% der Patienten und Patientinnen, das sind dann vielleicht oft auch Zufallsbefunde, gibt es noch eine weitere Papille. Das ist dann die Papilla duodeni minor. Da gibt es halt einfach einen zusätzlichen Pankreasgang. Und der ist etwas weiter proximal, also der ist oberhalb dieser Papilla fateri. Aber das sieht man dann eigentlich erst, wenn man das, also wenn man das endoskopisch anschaut. Also gibt es etwa bei 20% der Leute. Gut, ich zeige Ihnen das dann im nächsten Video. Ja, besten Dank.